Hallo Freunde, wir sind's wieder. Herzlich willkommen zu Let's Play Terra Rising. Heute direkt aus dem Feenwald in der Nähe von Holzhausen. Mr. Duril und Yoshimitsu, aka Sashia. Ja, servus. Und wir haben uns jetzt hier in diesen wunderschönen Wald begeben und wollen jetzt mal wieder ein bisschen Action erleben, nachdem wir in den letzten Folgen ja eher ein bisschen Sightseeing gemacht haben. Mit einer sehr tollen Führerin, muss ich dazu sagen. Natürlich. Also, dann würde ich mal sagen, starten wir. Ab geht's nach Holzhausen. Holzhausen wird wohl dieses Holzhaus sein. Klingt ja schon mal spannend. Holzhaus halt, weißt du. Hier gibt es nur Holzhäuser, aber in Holzhausen. Oh Gott. War schlecht. Sorry, sorry. Alles So, wo gehen wir hin? wir gehen am besten zu David zum oder Dings. Haines? Auch wir gehen erst zum Haines. Ja. Ich will mein Ende haben. Also er meint ein Reittier, aber naja. Ja, ich. Enten oder alles andere sind ja auch Reittiere in diesem Spiel, was sehr lustig ist, aber auch relativ krank. Das da, warum da hockt zwei auf dem Boden rum? Ja, das ist, wenn das Reiter noch entgladet ist. Das sieht ja voll assi aus. So, Ist es wichtig? was hast du Oh, denn für uns? da kann man auswählen. Oh, hier ist Oh, was es. haben wir denn hier? Ein rotbrauner Wallach? Ich hab Ein keine Ahnung, was das ist. gescheckter Arkadier? Oder ein grauer Velikaner? Okay. Die Was Frage. nimmst du? Dass man da kein Bild oder so dazu kriegt? Das sind wahrscheinlich alles drei Pferde, vermute ich Ja, mal. das denke ich auch. Aber nur, also einer ist grau, einer ist rotbraun und einer ist gescheckt. Was ist gescheckt? Genau. Gescheckt, keine Ahnung, so gefleckt. Ich glaube, ich nehme mal den gescheckten. Ich will mal wissen, wie der aussieht. Gut, dann nehme ich der rotbraune. Alles klar. Passend zu meinem Outfit. Perfekt, stimmt. Bei dir sieht es echt so aus. Also dann. Es ist getan. Und jetzt? Nichts passiert. Müssen wir das jetzt abholen, oder? Nee, du musst lernen im Inventar. Wie denn? Rechts draufklicke. Ah, folgende Fertigkeit erlernt. Woher weißt du das alles schon gleich immer? Keine Ahnung, ich bin irgendwie. Genial. Ich hab's heimlich schon mal durchgespielt, weißt Oh, Spoiler, Spoiler. Super. So, dann packen wir mal das Pferd hier rein. Ich sehe kein Pferd. In der Fertigkeit in dem Buch dort drin. Ah, hier, gecheckter Arkadier. Ich hab's mal auf Taste C gemacht. Oh, Ui. da ist sie auf ihrem Rotbraune. Im Damensitz. Im Damensitz, so, jetzt komm ich. Oh. Oh Gott, das ist schon viel größer wie deins. Ich muss ja Gewicht tragen hier. Oh, es trägt gleich mal durch. So, jetzt Yeah. sind wir sogar schon mobil. Mit unserem neuen Reittier. Ich nenne meines Thorsten. Ja? Der gute Mein Thorsten. Test. Was ist mit dem Torsten? Der gute Thorsten ist jetzt mein Reittier. Mein Mein treuer Pferd heißt Begleiter. Fiona. So, meine Freunde, Thorsten und Fiona sind jetzt in unserem Team. Heißt sie willkommen. Mal gucken, ob sie uns gute Dienste erweist oder so. Guck mal, ich bin Umweltaktivistin. Oh. Aber man kann die Leute nicht anreden, oder? Sagen wir, auf dem Pferd hockt. Doch, kann man. Nee, man kann die nicht ansprechen. Was Natürlich. gibt's, Doch, Kind? kann man tatsächlich. Was? Oh, Oh, lebt wohl. ich kann jetzt auch einen rotbraunen Wallach noch dazu kaufen. Echt? Aber kostet 40 Gold. Ich Oh, habe nicht, Jesus. hab nicht mal ein Gold. So, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, zum Dave, oder? Ich würde sagen, wir reiten zum Dave. Wir reiten, jawohl. Bonanza. Für die Älteren unter euch, wie sie vielleicht noch wer Bonanza ist. Ich glaube, dass das die Jugend von heute weiß. Na, wer weiß. Ja gut. Vielleicht gibt's da schon Neuauflage oder so. Ah ja, wahrscheinlich mit Zac Efron in der Hauptrolle. Schon wieder so eine Tafel.
Ah, die Schüler ist sowas Gildendingsmäßiges, oder? Das ist doch das gleiche wie in Velika, oder? Ja, da steht auch wieder Gildenquest-Forum. Na, das lass mal weg. Du mal lieber den Daven mal suchen. Wir sind irgendwie vorbeigrillt an ihm. Ah, da, hier ist er. Ah, hier. Ich hab ihn. Ah ja. Braucht ihr Hilfe? Ja, wir brauchen Hilfe. Geben uns mal ein bisschen Arbeit, bitte. Wir müssen unsere Pferde finanzieren. Sprecht mit Klaro, ne, fängt das schon wieder so an. Freunde, also. Der Torschen dreht durch. Der hält es nicht mehr aus, der Torschen. Der braucht jetzt Action. Fiona will Blut. Blut. Was ist denn das? Ach, steht der auf einem Frosch? Ey, die Viecher in dem Spiel sind echt krass. Das muss man ihnen lassen. Das muss man ihnen echt lassen. So, jetzt lass uns mal der Clown suchen. Mhm, das. Der ist weiter außen. Hier lang. Ah ja. Ich folge dir. Reite mir hinterher. Auf zur Mühle. Oh, ich bin falsch. Oh Gott. Wir müssen hier runter. Oh, das Pferd nimmt gar keinen Schaden, wenn man so weit runter springt. Oh, hier ist er doch. Sorry, ich bin vorbeigeritten. Never do. Meine Umweltaktivistin. Niles. Schaut hier vorbei. Ah. Oh, sammelt kunstvolle Anmutsblüten. Sind wir hier Hochzeitsvorbereitung oder was? Ich dachte, wir sind im aktiven Dienst. Ui. Ist aber schön gesprungen. Gell. Okay. Also, wo sind die Blumen? Ich denke, du weißt's. Nö, ich lese mir die Texte nie durch, weißt du doch. Sag mal. Da hinten, das sieht wie Blumen aus. Nee, das ist's nicht. Sonnenessenz ist nicht. Die gab's auf der Insel auch. Echt? Ah, die hast du immer eingesammelt, oder? Dann sammel du sie wieder ein. Soll ich? Ja, du bist unser Objektsammler. Also der Aufgabe steht jenseits der Nordbrücke. Also ich denke mal hier irgendwo. Hier ist Erz. Au! Alter! Was ist passiert? Ich greife den Wildschwein an. Oh Gott. Ich gar nicht mehr aufsteige. Dann mach's fertig. Wo bist denn du? Ja, das macht voll viel Schade. Warte, ich komm. Wow, ich hab echt. Ich erstmal wieder reinübe hier. Das ist aber echt ziemlich stark. Oh, das Wildschwein war nicht so schlecht. Stufe 11. Ich wette, die müssen wir auch noch killen. Ich wette es. Das ist wieder Glücksschachtel, die sammelst du doch so gern. Wo, Glücksschachtel? Hier, vor mir. Guck. Yeah! Hat das Wildschwein, ist das Wildschwein feindlich? Ich weiß nicht, warum mich das angegriffen hat. Aber guck mal, hier steht ja auch eins vor uns, das greift einen auch nicht an. Na du, wie geht's dir? Na? Oh, doch, es greift an. Dämmerhaut, okay. Jetzt habe ich die Glücksschachtel gekriegt, yeah. Jetzt müssen wir aber erstmal die Pflanze suchen, das ist jetzt wichtiger. Bevor wir uns hier mit der Wildschweine prügeln. Wo sind denn die? Suchen wir mal. Nördlich der Brücke. Jenseits der Brücke, ja. Das sind wir ja gerade, oder? Vetra-Pflanze. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Mhm, ich auch. Ah, komm her zu mir, ich hab's. Ich hab auch eine. Ah, okay. Oh, hier sind sogar vier. Ja gut, dann sammeln wir jetzt einfach separat. Okay, zählt die für uns beide oder müssen jeder eins sammeln? Nee, ich glaube nicht. Oh, man musste nur eine finden. Eine, hä? Das hättest du auch selber machen können. Gell, der steht doch gerade hier, ne? Weißt du, die sind sich zu schade, 5 Meter über die Brücke zu laufen. Naja, manche Leute sind es halt einfach nicht wert. Wo bist denn du? Hinter dir. Ah, okay. Sashia hat das Gebiet Holzhausen betreten. Wow. So, Clown, hier deine dumme Pflanze. Ein starker Körper bleibt euch treu. Nur die Stärksten überleben hier.
Ich rede aber mit der Umweltaktivistin. Schaut ihr vorbei? Nehmt die Tränke von Clown. Ein starker Körper bleibt euch treu. Ja, wie denn? Gell? Hä? Ah. Ich kann mit dem interagieren. Jetzt hab ich's. Seid gegrüßt. Jetzt. Was hat denn der da rumgefuchtelt? Der hat wahrscheinlich was zusammengemischt. Ah, irgendwelche Droge hier wieder, hä? Ah, hier hinten ist ein kranker Flüchtling, da müssen wir hin. An Marba, was geht da? Nicht mein Tag heute. Nicht mein Tag heute. So ein Flüchtling, halb tot im Lager. Nicht mein Tag heute. Hä? Jetzt rennt sie weg. Die ist auf Droge. ja. Und jetzt? Das war's. Also die Quests sind nur noch lahmer wie auf der Insel der Dämmerung, ganz ehrlich. Freunde, tut uns leid, dass wir keine Action für euch haben, aber irgendwie läuft's. Warte. Ah, hier, da liegt noch eine rum. Ich hab Hunger. Es ist ungerecht. War nur Motze, hey. Jugend von heute. Boah, wir beschweren uns ziemlich über die Jugend, fällt mir gerade auf. Sorry, Leute. Ist nicht so gemeint. Wir sind Opfer selber noch Jugendmenschen. Genau. Aus ganzem Herzen sind wir Jugendmenschen. Würde ich jetzt fast behaupten. Und jetzt? Wie viele Flüchtlinge müssen wir hier noch versorgen? Ich hab Heimweh. Sind wir jetzt bei Grey's Anatomy, oder? Reich der Jugend. So, neue Aufgabe. Was sollen wir jetzt machen? Die Werkzeuge noch wegbringen. Aber erst gehen wir zum Clown wieder, oder? Ja. Hier, Clown. Nein, ich will nicht mit der Umweltaktivistin reden. Hey, die zwingt mich zum Reden. Oh, bring den Trank. Okay, zum Holzfällerlager. Der hat einen Dinosaurier als Reittier. Cheater! Ey, das wäre immer schlimmere Reittiere. Voll geil. Ich will solche Viecher auch. Ja, das kommt. Hoffentlich. Hoffentlich, sag ich da nur. Oder muss zahlen. Kann natürlich auch sein. Das kann auch sein, aber das ist mir dann zu blöd. Unsere Pferde sind ja auch gut in Schuss. Ajo. Das Wildschwein verfolgt dich schon wieder, ey. Echt? Ja. Die sind voll feindlich. Ah, hier müssen wir hin, oder? Da. Ja. Zum Verus. Das mache ich nicht zum ersten Mal. Ein neuer Tag, ein neuer Jungspund. Was? Das Wort aufgeben kenne ich nicht. Ein neuer Tag, ein neuer Jungspund. Ja. Wenn du das sagst. Braucht ihr Hilfe? Oh. Braucht ihr Hilfe? Hast du auch Stiefel bekommen? Ja. Sehr geil. Braucht ihr Hilfe? Mir wäre ja echt versorgt von deiner Leuten. Hilfe? Neue Schuhe. So, jetzt sind wir noch. Jetzt schauen wir uns erst die neue Sache kurz an. Ah, die Schuhe sind cool. Dämmerhaut. Naja. Jetzt haben wir wieder ein paar Quests. Ja. 3, um genau zu sein. Das ist immerhin mehr wie 2. Machst du wieder einen auf Gandalf, oder? Hoppla. Flieht, ihr Narr. Das muss ich mal einsetzen. Ja, gell, muss ich echt mal machen, das würde ich mal gerne sehen. Guck mal, jetzt gleich auch wie du da unten. Die Witch Raven. Oh ja. Witch Raven, krasser Name hier. Willst du mich nachmachen oder was? Okay, dann. Was machen wir? Ich würde sagen, wir fangen mit deiner Blüte an, oder?
zu Mauern? Ich würde erst sagen, wir fangen mit den Wildschweinen an. Müssen wir die erledigen? Ja. Oh je. Und Holz sammeln müssen wir auch hier. Also erst fangen wir mal mit den Viechern an, hey, weil die gehen uns eh nur auf den Sack die ganze Zeit. Ups. Kommt schon, ihr Wildschweine. Ich will euch nur essen. So, weiter geht's. 7 Stück, oh Gott. Oh, da ist auch gleich Holz. Das Holz können wir auch gleich mitnehmen, wenn es hier schon rumliegt. Oder? Ja. Aber jetzt hast du es schon. Hey, hast du es jetzt nicht auch? Nee. Also Holz müssen wir wieder einzeln sammeln. Ja, oder halt gleichzeitig. Okay, ja, sorry. Nee, ist schon schlimm. Hol du dir dann auch gleich mal Holz und dann machen wir die anderen 2 zusammen. Ich glaube, hier gibt es genug Holz. Aber die Wildschweine zählen zusammen, oder? Ja, die Wildschweine zählen zusammen. Hast du jetzt auf hier? Ja. Gut, perfekt. Mal meine neue Attacke testen. Wow! Das Ding hat's weggehauen, ey. So langsam wäre ich mächtiger. Ja, so langsam. Wir merken, unsere Stärke wächst. Ein Wildschwein noch. Und das sind wieder Bienen. Biene. Biene verfolgen uns in der Luftfläche. Krass, die Bienen, du, die sind überall. Bienen! Machen wir doch mal den Gandalf-Zauber. Okay. Probier's mal. Boah. Wow. Ah, das hat nicht so gute Reichweite. Uneffektiv. Oh, da hinter mir ist ein Wildschwein. Oh, wir haben ja schon alle. Ja, wir müssen jetzt Holz sammeln. Ich denke dauernd, dich haut's weg, hey, wenn du da so plötzlich wegfliegst. Was ist? Ich denke dauernd, dich haut's um, wenn du da so plötzlich wegfliegst nach hinten. So, wo ist denn das Holz? Ah, hier liegt. Hier liegt Holz. Komm. Wo? Folge mir. Hier zum Holz. Wo bist du? Ah, du bist wieder am Reihen. Ich eile. Bist du wieder am Reihen? Da ist ja ganz viel. Okay, sammeln wir mal. 1, 2, 3. Ja, wir müssen es nicht gleichzeitig machen. Ja, ich kann es gar nicht mehr, wenn du es nimmst. Echt? Es geht diesmal gar nicht. Okay, dann. Wir müssen alle 3 Stück sammeln. Aber es müsste lang, oder? Ah ja. Oh ja, stimmt, da sind ja noch genug. Und Schafe sind auch da hinten. Nur Schafe. Meh. So, haben wir das auch. Jetzt haben wir doch was Anmutsblüte. Ja, die müssen wir nachher wegbringen. Zu Mao. Mao in seiner Hütte. Jetzt gehen wir erstmal zurück ins Holzfällerlager, würde ich sagen. Sollen wir das noch kurz machen oder sollen wir es in der nächsten Folge machen? Was jetzt? Also, oder sollen wir erst alles alles wegbringen und dann die Folge beenden? Ja, so würde ich es machen. Okay, dann gehen wir erstmal zurück. Zurück ins Holzfällerlager. Ja, wenigstens wieder ein bisschen Action diese Folge. Wenn es auch nur mit, ja. mit Wildschweinen war, aber hey. Wir arbeiten uns langsam vor. Aber Wildschweine sind gefährlich. Hey, die waren echt nicht ohne, muss ich sagen. Braucht ihr Hilfe? Nicht ohne, meine Freunde. Braucht ihr Hilfe? Interessant. Braucht ihr Hilfe? Oh, wir sind schon Level 12, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Heiho. Ey, hier ist ein Schwein im Lager. Was? Schweineinvasion! Das ist im Feuer gestorben. Oh. Jetzt gibt's Braten.
Das hat sich wenigstens ein guter Tod ausgesucht. Sorry, Wildschwein. Ein neuer Tag, ein neuer Jungspund. Das ist eine Menge Holz. Eine Menge Holz. Ich danke, ich weiß. So. Dann haben wir das auch jetzt erstmal. Und hier entspannt am Lagerfeuer, wo das arme Wildschwein Fjodor sein Leben lassen musste, beenden wir die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Terra Rising. Whoa.